Marc, willkommen beim Kassenzone-Podcast. Ich wollte schon sagen, im ersten nach der Pandemie, aber es ist gefühlt der erste mal wieder in einem Raum mit dem Gast. Heute reden wir über das Unternehmen Fielmann, dein Unternehmen, und über den Brillenmarkt und insbesondere die Verschiebung des Brillenhandelsmarktes Richtung Online, ob die jetzt mal wirklich stattfindet. Da haben wir nämlich vor 10 Jahren uns drüber kennengelernt, über dieses Thema. Du kriegst natürlich die gleiche Frage wie alle anderen auch. Wer bist du und was machst du? Ja, erstmal herzlich willkommen bei uns hier bei Fielmann, Alex. Mein Name ist Marc Fielmann, bin Vorstandsvorsitzender der Fielmann AG, börsennotierte Aktiengesellschaft. Du hast eben schon gesagt, gehört uns als Familie, gehört natürlich auch noch ganz vielen anderen Aktionären. Viele davon sind unsere eigenen Mitarbeiter. Die 22.000 an der Zahl versorgen in 15 europäischen Ländern 27 Millionen Kunden über ein Omnichannel-Geschäftsmodell. Unsere wesentlichen Produkte sind Brillen, Kontaktlinsen, Hörsysteme und im geringeren Umfang auch Sonnenbrillen. Okay, so, jetzt, wir dürfen jetzt hier keine nach vorne gerichteten Aussagen treffen. Ihr seid ja an der Börse, da ist man immer so ein bisschen eingeschränkter. Aber wir können auf jeden Fall ja schon mal das zitieren, was auf der Website steht. Das habe ich nämlich den Christoph Werner von DM auch gefragt, was ist eigentlich der USP? Und ihr schreibt auf eurer Webseite, Fielmann steht für Brillenmode zum fairen Preis. Ist das der USP, wenn dich jemand nach dem USP fragen würde, im Sinne von einem Venture Capital Modell, ist es das, was Fielmann ausmacht? Also wenn du mit USP die Hauptleistung nach außen meinst, dann sind das die klassischen Dimensionen, die du jetzt aber zum Beispiel, glaube ich, auch bei anderen Unternehmen alle sagen würden, dass sie es machen. Wenn du nach dem Erfolgsgeheimnis fragst, dann ist das unsere kundenzentrierte Philosophie, die sich wirklich durch alle Teile des Unternehmens zieht. Ich glaube, viele Unternehmen sprechen über Kundenzentrierung. Bei uns ist es tatsächlich so, dass das auch die wesentlichen Kennzahlen sind. Das heißt, wir geben jedes Jahr Millionen aus, um die Kundenzufriedenheit zu messen. Und wir incentivieren auch entsprechend. Wir schauen uns ganz genau ein, wen wir bei Fielmann hier bei uns in der Gruppe willkommen heißen. Wir haben ganz, ganz viel das Training auf das Thema Kundenzufriedenheit ausgerichtet. Und das Gleiche gilt auch für bis ins Anreizsystem. Also bei uns von dem Mitarbeiter in der Niederlassung bis hin zur Vorständin sind ein großer Teil der variablen Vergütung hängt von der Kundenzufriedenheit ab. Wir hatten uns damals schon darüber unterhalten, wie groß dieser Markt eigentlich ist. Und damals, lass es mal 7 Jahre, 8 Jahre her sein, dann war das so, jede zweite Brille, die in Deutschland verkauft wird, wird von Fielmann verkauft. Und sozusagen die andere Hälfte, da ist Apollo natürlich noch ein großer Player, aber auch viele unabhängigen Brillenfachgeschäfte. Wie hat sich der Markt seitdem entwickelt für euch oder generell für den Gesamtmarkt? Deutschland jetzt, weil Erstmal Deutschland. wir sind in 15 Märkten aktiv, wenn wir mit Deutschland anfangen. Also der Markt ist insgesamt gewachsen über die Zeit, ist ja schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Der Markt liegt heute bei ungefähr 6 Milliarden. Die überwältigende Mehrheit, mehr als 80%, wird mit Korrektionsbrillen erwirtschaftet und dann im geringeren Umfang auch noch Kontaktlinsen und Sonnenbrillen. Für uns ist auch noch das Hörakustikgeschäft relevant, aber das ist eigentlich ein komplett separater Markt. Würde mal sagen, die wesentliche Entwicklung im Markt ist das Thema der Konsolidierung. Das heißt, der Grad der Filialisierung nimmt weiter zu. Du hast eine deutlich digitalere Customer Journey heute als vor 6, 7 Jahren. Das bedeutet, dass der Anteil derer, die einen Teil ihrer Customer Journey online verbringen, ist deutlich gestiegen. Und das ist ganz unterschiedlich nach den unterschiedlichen Produkten. Also zum Beispiel in der Kontaktlinse ist heute der Versandanteil im Markt bei, würde ich mal sagen, knapp 50%, bei uns sogar bei 60%. Und ganz eklatantes Gegenbeispiel, zum Beispiel in der Brillenoptik, da ist der Umsatzanteil im Markt, also nicht bei uns, im Markt, ist der Umsatzanteil für Korrektionsbrillen im Versand gerade mal so knapp 1%. Also Riesenunterschied. Das eine kannst du eigentlich vergleichen mit jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Elektronikprodukten oder Büchern, die Kontaktlinsen beim Nachkauf. Und das Thema Brillen ist eine relativ andere Kategorie, wo bisher der Versand sich nicht durchgesetzt hat. Und in den anderen Märkten, in denen ihr aktiv seid, A, habt ihr dort eine ähnlich hohe Marktdurchdringung und B, ist das Kaufverhalten dort auch vergleichbar mit dem deutschen Kaufverhalten? Also auf deine erste Frage sind wir da in einer vergleichbaren Position, würde ich sagen, in ganz Zentraleuropa. Also es sind vor allem die deutschsprachigen Märkte und auch Slowenien sind wir der führende Omnichannel-Anbieter. Das bedeutet, wir haben da sehr ähnliche Positionen wie auch in Deutschland, was es die Marktanteile angeht, vor allem bei den Kunden und vor allem bei den Stücken. Wenn du dann ein bisschen weiter schaust in den Märkten, in denen wir natürlich noch nicht so lange vertreten sind, also mehr nach Osteuropa rein oder auch nach Südeuropa, da sind wir jetzt noch nicht die Nummer eins, aber sind zuversichtlich, dass wir das ausbauen werden. Wenn du dir die Unterschiede in den Märkten anguckst, würde ich sagen, die Märkte ticken schon relativ unterschiedlich. Nehmen wir mal ein sehr frappierendes Beispiel, ist das Thema der Sonne.
das führt natürlich dazu, dass zum Beispiel in dem Markt in Spanien zum Beispiel, wo wir ja gerade die Nummer 3 übernommen haben, oder in Italien, der Sonnenbrillenanteil viel, viel höher ist als in Deutschland. Dann hast du natürlich das Thema Kaufkraft, du hast das Thema Zielgruppen, das ist natürlich in den Märkten ein bisschen unterschiedlich. Also du hast ja gerade beschrieben, bei 80% sind wir in Deutschland bei dem Korrektionsbrillenanteil, der Rest ist Kontaktlinse, Sonnenbrille. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen, in so einem jede zweite Brille in Spanien dann eine Sonnenbrille? Also es ist sogar mehr als 80%. Ich würde sagen, in Deutschland ist ungefähr, sagen wir mal ganz grob, so von den 6 Milliarden, würde ich mal sagen, sind 5 Milliarden Brille und ungefähr 500 Millionen Kontaktlinse und Sonnenbrille. Das heißt sogar deutlich über 80% Korrektionsbrille und dann eben respektive Sonnenbrille viel weniger. In Italien oder in Spanien geht der Sonnenbrillenanteil schon so auf 15%. Okay. Und da, profitiert ihr in diesen Märkten, wo jetzt auch stark wächst, von diesem Filialisierungsaspekt? Also das war ja so ein bisschen die Idee, die sozusagen also Brillenmode zum fairen Preis, hoher Fokus auf den NPS für den Endkunden zu legen. Das hat euch natürlich massiv unterschieden natürlich im deutschen Markt. Also ich glaube, man hat einen Vater damit angefangen, Anfang der 70er, glaube ich, ging es ungefähr los. Hast du denn in anderen Märkten noch eine sehr stark dezentralisierte Struktur, also wo noch viel Konsolidierungspotenzial ist? Also wenn ich jetzt nach, keine Ahnung, Kroatien oder Portugal gehe, ist da noch das Brillenfachgeschäft vorherrschend? Ja, also zum Beispiel in Italien ist meiner Kenntnis nach jetzt einer der am wenigsten konsolidierten Märkte. Das heißt, in Italien sind wir jetzt bei einem Konsolidierungsgrad vielleicht gerade mal 20%. Deutschland ist so im oberen Mittelfeld, wo, würde ich mal sagen, ganz grob so 70% des Marktes schon konsolidiert ist. Und dann hast du noch andere Märkte, wie zum Beispiel Skandinavien, wo schon 90% des Umsatzes entsprechend filialisiert ist. Okay, also ist auch auf jeden Fall noch einiges zu holen hier im internationalen Wachstum. Bringt euch die Handelsmarke viel mal etwas, wenn ihr in einen ganz neuen Markt eintretet? Also habt ihr eine Art Vertrauensvorschuss, den ihr dort weiterfärbt in den neuen Markt? Gibt es Netzwerkeffekte von so einem Handelsmodell? Du meinst jetzt sozusagen unsere eigene Kollektion oder was meinst du? Also ihr als Handelsmarke, wenn ihr jetzt ein ganz neues Land gibt, wo Fielmann noch nicht war und jetzt anfangen dort 20 Fielmann-Läden aufzumachen, habt ihr dann einen strategischen Vorteil? Gibt es Netzwerkeffekte jetzt außer das Thema Sourcing, was ihr übernehmen könnt aus den Kernmärkten? Also ich würde mal sagen, dass unser Markt ein relativ regionaler Markt ist. Damit meine ich jetzt nicht irgendwie Bayern oder Mecklenburg-Vorpommern, sondern ich meine im Wesentlichen Sprach- und Kulturregionen. Also zum Beispiel die deutschsprachige Region wäre eine, auch wenn natürlich die Schweiz viele Aspekte hat, die anders sind. Und ich glaube, da musst du dir dann anschauen, dass du auf die entsprechenden Kundenbedürfnisse ein Modell optimierst. Also zum Beispiel, nehmen wir mal ein klares Beispiel, ist ein Vorteil, stimmt aber leider, es gibt eigentlich fast keinen Markt in Europa, der weniger Mode getrieben ist als zum Beispiel Deutschland. Da schaut man dann schon eher noch mehr auf die Qualität oder auf die Preise. Das heißt nicht, dass es hier keine modeorientierten Kunden gibt, sondern einfach nur, dass die Zielgruppe etwas kleiner ist. Das ist zum Beispiel ganz anders in Italien, aber vielleicht auch in Ländern, wie man es nicht erwarten würde, wie zum Beispiel in Polen oder auch in Tschechien. Und da ist es so, dass wir uns die Märkte anschauen. Wir gucken uns an, wie unser Geschäftsmodell mit den Kundenwünschen im Markt zusammenpasst. Dann schauen wir uns an, was da am Markt verfügbar ist. Und das führt dann in einigen Märkten, wie zum Beispiel jetzt gerade in Slowenien oder auch in Spanien dazu, dass wir dann einer der führenden Ketten übernehmen. Und in anderen Märkten, wie zum Beispiel in Tschechien, wo wir jetzt in den nächsten Wochen unsere ersten Niederlassungen und einen Online-Shop eröffnen werden, da haben wir zum Beispiel gesehen, dass unser Modell da deutlich besser passt. Und ihr macht ja die Akquisition, also du hast gerade gesagt, ihr habt in Spanien, glaube ich, den drittgrößten gerade übernommen und das Filialwachstum macht ihr ja quasi aus dem eigenen Cash. Sozusagen ihr erwirtschaftet quasi das Kapital, was ihr fürs Wachstum nutzt ihr selber. Jetzt haben wir ja im Vergleich zu unserem letzten Treffen, was schon einige Jahre her ist, hat sich ja die Finanzsituation weltweit stark verändert. Das heißt, es müsste ja relativ viele Private Equity getriebene Ansätze geben und sagen, okay, dort, wo dieser Filialisierungsgrad noch nicht so hoch ist, wie du gerade sagtest, nur 10-20%, dort können wir dann das Fielmann sozusagen vor Ort werden. Hat das was verändert? Also macht es das für euch irgendwie schwerer, in neue Märkte reinzukommen? Gibt es erfolgreiche, im Grunde genommen Private Equity finanzierte Wettbewerber mittlerweile?
Ich glaube, es gibt ganz, ganz viel Geld im Markt und es ist ein hoher Anlagedruck. Wir haben ja selber auch noch ein Family Office. Wir investieren ja auch noch in diverse andere Themen. Das heißt, man beobachtet natürlich schon, wenn du Negativzinsen hast, dass ein hoher Anlagedruck da ist. Und der führt sicherlich auch bei einem Markt mit sehr gesunden Margen. Also bei uns in der Augenoptik musst du ja sehen, bei der Korrektionsbrille, wir handeln ja nicht einfach nur ein Produkt. Ne? Wir haben irgendwie vergleichbare Charakteristika wie ein Handelskonzept, aber wir sind ja kein lupenreines Handelskonzept, sondern wir haben ja tatsächlich auch noch den medizinischen Aspekt. Und wenn du eine Brille fertigst du aus zwei Vorprodukten, nämlich aus ein paar Brillengläser und aus einer Fassung ja ein fertiges Produkt. Dadurch hast du deutlich höhere Margen. Das Geschäft ist natürlich aber auch eine ganze Ecke komplexer, weil du dann das ganze Thema der Brillenfertigung, also das Zusammenfügen anschauen musst. Und wenn du zum Beispiel jetzt eine Eigenmarke aufbauen willst, dann musst du natürlich noch die ganze Produktentwicklung und das Sourcing angucken. Okay, verstehe ich, aber trotzdem ist natürlich so, dass, also du hast es gerade schon genannt, ne, sozusagen Niedrigzins, Minuszins, Anlagedruck, könnte man schon sagen, ich nehme quasi ein Mini-Fielmann in Portugal, ja, statte dem ganz viel Geld aus und versuche dort den Markt zu konsolidieren. Aber ihr beobachtet schon, dass mehr externes Kapital in diesen Markt reinkommt. Ja, wobei wir uns eigentlich jetzt nicht so sehr an den Finanzierungsplänen von dem Markt oder von den Mitbewerbern orientieren, sondern eigentlich im Wesentlichen, was das mit den Kunden macht. Das bedeutet, wenn jetzt irgendwo jemand eine sehr gute Kopie von Fielmann oder vielleicht sogar noch zusätzliche Services aufbaut, also würde mich freuen, wenn ich so eine Kette finde und dafür dann einen hohen Multiple zahle, wenn jemand das wirklich so gut macht. Aber das muss man, glaube ich, dann auch erstmal replizieren. Das sind ja erstmal gute News für die Private Equities. So, und dann ist natürlich die große Frage, wenn du sagst, dass erst ein sehr geringer Anteil online gehandelt wird bei den Korrektionsbrillen. Fangen wir mal mit den Kontaktlinsen an. Kontaktlinsen vor 10 Jahren hat auch noch, einen sehr kleinen Online-Anteil. Wo kaufen die Leute das? Also wer hat quasi heute die größten Kontaktlinsen? Handelsanteile, kaufen die das direkt beim Hersteller, kaufen die es auch im Fielmann Online-Shop, kaufen die es bei Amazon, kaufen die es im DM-Shop, können sie mittlerweile auch kaufen? Also bei Kontaktlinsen sind wir mit weitem Abstand der Marktführer. Du musst da unterscheiden zwischen zwei Schritten in der Customer Journey. Zum ersten Schritt musst du eigentlich erstmal wissen, welche Kontaktlinsen richtig für dich sind. Ich würde mal sagen, über 90% der Kunden lassen sich ihre Kontaktlinsen anpassen. Das heißt, da wird einmal die Sehstärke bestimmt, wie bei der Brille. Das ist ja für viele auch ein Einstiegsprodukt. Die Mehrheit der Kunden ist so 20 bis 40, 70% davon weiblich. Und bevor du dann dir die Kontaktlinsen aussuchst, musst du erstmal zum Augenarzt oder zum Augenoptiker, um zu wissen, was deine Stärke, wie ist deine Augenbeschaffenheit, damit das angepasst werden kann. Wenn du dann einmal weißt, welches die richtigen Kontaktlinsen für dich sind, in welcher Stärke, dann bist du natürlich beim Nachkauf relativ frei. Insofern kannst du den Markt in die Hälfte schneiden. Auf der einen Seite hast du das Thema der Anpassung und der Nachsorge. Die meisten Menschen kommen dann so alle 2-3 Jahre vielleicht irgendwie zum Checkup. Und dann hast du in relativ regelmäßigen Intervallen entsprechend die Nachkäufe der Kunden. Das heißt, die Kunst für uns jetzt zum Beispiel als Unternehmen ist, den Kunden schon bei der Anpassung, wenn er das erste Mal zu uns kommt, so happy zu machen, dass er bei uns bleibt und dann natürlich alle Nachkäufe bei uns tätigt. Und dafür müssen wir natürlich unser gesamtes Angebot so optimieren, dass er auch keinen Grund hat, dann beim Nachkauf zu wechseln. Heißt, der Markt bei der Anpassung sind Augenärzte und Augenoptiker. Der Markt beim Nachkauf ist wie bei vielen Produkten, die einfach zu vergleichen sind und wo es ehrlich gesagt jetzt keinen riesigen Unterschied macht, wo du das am Ende kaufst, ist natürlich ganz stark Plattform auch getrieben. Das heißt sozusagen, da haben wir ganz andere Mitbewerber mit im Markt. Bei uns ist das Thema so, dass wir uns dann die Mitbewerber vor allem auf ihren Leistungsdimensionen angucken. Bei Kontaktlinsen hast du zum Beispiel zwar nicht so eine hohe Produktvielfalt, also wenn du zum Beispiel bei uns auf die Website guckst, wirst du da 90 Produkte irgendwie finden, aber dahinter hast du eine unglaublich exponentielle Artikelvielfalt, weil es ja jede Kontaktlinsenpackung dann in der Stärke -1, -1,25, -1,5 und so weiter und so fort gibt. Das heißt, das summiert sich dann so auf 180.000 SKUs und da ist natürlich Volumen ein riesiger Vorteil, weil du entsprechend die Produkte verfügbar machen kannst und schneller liefern kannst. Das ist dann natürlich ein großer Vorteil. Die Standortantwort von eines E-Commerce-Strategieberaters von vor 5 Jahren wäre ja gewesen, das schreit ja nach Subscription. Also wenn der Kunde einmal im Laden ist und diese Anpassung irgendwie macht, dann muss man den ja versuchen,
also entweder eine klassische Subscription zu ziehen auf der Webseite oder in eine App. Auf keinen Fall will man ja, dass er ins Vergleichen kommt und dann entweder bei Amazon landet oder bei einem anderen Wettbewerber landet oder wo immer er dann kauft. Habt ihr damit mal experimentiert und wenn ja, welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Ja, haben wir, aber ich glaube, erstmal würde ich sagen, ich glaube, man muss den Kunden überzeugen durch die Leistung, zum Beispiel in der Kontaktlinse. Wie bei allen anderen Produkten gilt ja auch unsere Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, wir beobachten schon sehr, sehr aktiv die Preise der Mitbewerber. Wir haben dann 20-Mann-Team für, sowohl für online als auch für stationär, was wir sehr intensiv beobachten und auch aktiv unterbieten. Und damit begeistern wir, glaube ich, die Kunden bei jedem Nachkauf. Bei der Kontaktlinse sind Subscription-Modelle, glaube ich, eine Option. Aber du musst bedenken, dass fast die Hälfte der Kunden ihre Kontaktlinsen nicht regelmäßig tragen. Das heißt, viele Kunden wissen gar nicht ganz genau, ich brauche dann so viele Kontaktlinsen. Das heißt, die wollen gar keine Subscription, weil sie es gar nicht wissen. Das heißt, du hast vielleicht die Hälfte der Kunden, sagen wir mal grob über einen dicken Daumen, die sind Teilzeitträger, also die tragen wie wir beide eine Brille und vielleicht irgendwie beim Sport oder so, dann machen sie einen Kontaktlinsen rein. Und dann gibt es die andere Hälfte der Kunden, die tragen wirklich dauerhaft, also mehr oder weniger fast komplett als Alternative zur Brille, die Kontaktlinsen und nehmen die Brille vielleicht höchstens mal, weiß ich nicht, bei einer langen Autofahrt oder irgendwie zum Fernsehen oder so, haben aber sonst durchgehend Kontaktlinsen. Die erste Zielgruppe, also die dauerhaft Kontaktlinsen trägt, die kannst du ansprechen. Ja, wir haben da auch entsprechend ein Abo-Modell, was wir anbieten, aber auch für die andere Zielgruppe brauchst du Lösungen. Deswegen haben wir zum Beispiel bei dem Versandgeschäft für alle Kunden eine Lösung. Für die dauerhaft tragen, wie gesagt, haben wir so ein Abo. Für die anderen Kunden haben wir zahlreiche Lösungen. Die können im Online-Shop kaufen, die können in Niasung kaufen. Was sich aber am meisten für uns bewährt hat, ist, wir haben eine App gebaut. Du kommst einmal in Niasung, wir sagen dir, welche Kontaktlinsen für dich geeignet sind. Du probierst die aus, sagst, wunderbar. Kriegst eine App, meldest dich einmal an, siehst genau deine Kontaktlinsen und vielleicht Pflegemittelprodukte und kannst in 10 Sekunden nachbestellen. Und das hat sich sehr bewährt. Und ist da ist quasi die Adaptionsrate dann ähnlich in allen Ländern oder sind Deutsche zum Beispiel extrem reserviert, was solche Kanäle oder Nachkaufmöglichkeiten angeht? Ja, ich würde sagen, das ist relativ konsistent, wobei man sagen kann, was vielleicht bei dem Kauf von Kontaktlinsen noch ganz interessant ist, was mich persönlich sehr gewundert hat, ist, dass ich eigentlich dachte, dass das ein sehr jetzt Pure-Play-E-Commerce-Thema ist. Ist es gar nicht so sehr. Also wenn du dir unseren Gesamtabsatz anguckst, dann sind wir bei einem Online-Shop-Anteil von vielleicht 15%. Dem entgegen stehen dann nochmal 40% stationär und die Omnichannel-Vertriebskanäle, die wir haben, also das, was wir eben gerade sagten, Abo oder auch diese App, die stehen dann insgesamt für 45%, also sozusagen für die überwältigende Mehrheit. Und wenn das in dem Versand, ne? Okay, verstehe ich. Aber das wäre ja, wenn man jetzt aus so einer klassischen Angriffsperspektive sich den Markt anschaut und sich überlegt, was für Produkte kann man ohne großen Kundenkontakt schon mal online versenden. Und Kontaktlinsen sind ja super, ist relativ klein, kann man vielleicht sogar im Briefumschlag kannst versenden. Gibt es da Marken, die das probiert haben, die dann gesagt haben, wir mähen jetzt, keine Ahnung, mit welchem Mehrwertversprechen auch immer, was vielleicht jetzt auch mit der Qualität gar nichts zu tun hat, sondern besonders vegan oder nachhaltige oder was auch immer für Kontaktlinsen. Hat sich da in dem Markt weltweit irgendwas getan, wo jemand probiert hat, da eine neue Marke zu entwickeln und das rein also direct to consumer? Ja, genau. Ja, gibt es auch einzelne Ansätze, wobei wenn du hochwertige Kontaktlinsen machen willst, Silikonhydrogel, dann hast du sehr, 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 sehr hohe Anlaufinvestitionen, weil du halt diese ganzen Abfüllanlagen bauen musst, dann muss das alles verschweißt werden, ist ein Medizinprodukt, sitzt direkt auf dem Auge. Das heißt, dass da irgendjemand jetzt zum Beispiel anfängt, sich eine eigene Fabrik aufzubauen, das ist sehr, sehr kapitalintensiv. Und als Auftragsfertiger? Kann ich es nicht irgendwo einkaufen? Der Markt ist sehr konsolidiert auf der Lieferantenseite. Es gibt drei große Konzerne, die im Wesentlichen die Markenprodukte abdecken und die auch im Wesentlichen dann, wenn Händler Eigenmarken fertigen, die auch entsprechend fertigen. Und ihr kauft auch bei diesen Konzernen? Ja. Okay. Also würde es sich auch noch nicht mal für euch lohnen, das selber aufzubauen? Das hängt davon ab, wie die Preise von den Lieferanten sind und da sind wir in konstruktiven Gesprächen, aber das ist eine Option, die wir uns fortwährend angucken und vielleicht können wir da auch ein bisschen Mehrwert für unsere Kunden stiften, mal schauen. Okay, also da wird es schwer. Dann gehen wir mal zu den Brillen. Wir hatten... Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes. Ich hatte 2013 mal einen Artikel geschrieben, wo ich versucht habe, den Brillenmarkt so ein bisschen besser zu verstehen, wen es alles gibt und Luxottica und Co. Versucht einzusortieren. Der Brillenmarkt hatte zu der Zeit so ein bisschen das Flair sehr groß, sehr geringer Digitalisierungsgrad. Sozusagen, wer macht dort das Zalando? Und damals gab es ja schon Mr. Spex, noch zwei, drei andere Anbieter auch aus anderen Ländern, aber es hat ja niemand geschafft, also große Umsatzanteile zu konsolidieren und in den Online-Bereich zu ziehen. Es ist im Wesentlichen bei den Anbietern geblieben, die es auch vorher dann schon waren. Hat sich
na, die Gefahr möchte ich nicht sagen, hat sich die Chance, dass so ein großer Teil Richtung Online geht, hat sich das nochmal verlagert? Siehst du, dass es Kunden gibt, die statt nochmal zum Nachmessen zu kommen in die Filiale sagen, kann ich das nicht irgendwie online machen? Gibt es da mittlerweile was? Vielleicht erst mal kurz die Nachfrage, warum ein Zalando jetzt in der Augenoptik, warum nicht eine Plattform, dass eine Plattform da reinkommt? Also wieso ist für dich die Frage Zalando? Weil Zalando war so der, ja, ich würde sagen, jetzt mal unabhängig von Amazon, so der erste große Category-Killer. Ne, der hat gezeigt, dass man einen Markt im Bereich Fashion, wo es ja schon sehr viele große, starke Anbieter gab, ne, mit Otto, H&M, P&C, C&A, dass man es dort mit einem Pure-Play-Ansatz schaffen kann, große Teile des Marktes zu konsolidieren. So, und jetzt sind wir irgendwie bei irgendwo zwischen 20-25% Fashion ist online. Wie es jetzt genau Corona verschoben hat, lässt sich noch nicht genau feststellen, aber es wird auch eher Richtung Online gegangen sein. Und so gucken sich ja natürlich auch viele andere Industrien dann an. Im Audiomarkt ist es dann Thomann, die einen Großteil des Marktes mittlerweile online dominieren. Ich glaube, der Markt ist europaweit für dieses Sortiment, was die verkaufen, 4 Milliarden. Thomann macht davon 1 Milliarde. So, und aus einer Gründerperspektive oder Investorenperspektive schaut man sich ja an, welche Märkte sind noch nicht so stark digitalisiert. So einer der spannendsten Märkte gerade ist zum Beispiel DIY und Food. Natürlich, beides mit sehr geringen Digitalisierungsquoten. Und Brille, wie du schon sagst, war halt sehr stark offline getrieben. Deswegen war halt immer die Frage, schafft es dort jemand, das Zalando für Brillen zu werden? Ja, okay, das Zalando für Brillen verstehe ich. Vorher hast du aber gesagt, Zalando für Augenoptik. Und dann wäre meine erste Rückfrage gewesen, dass ich gesagt habe, glaubst du, dass Augenoptik eine Kategorie ist? Also, schwierig zu sagen. Ich überlege gerade, ob das vielleicht eine Falle sein könnte. Nee, ich glaube, es kann als eine Kategorie wahrgenommen werden. Ich glaube, es stehen verschiedene Dienstleistungen dahinter, das schon, aber... Was spricht denn dafür und was spricht dagegen? Aus der Kundenperspektive möchte ich ja mein Problem möglichst aus einer Hand gelöst haben. Alles, was ich irgendwie mit Sehen zu tun habe und Sehqualität, möchte ich quasi einer Marke zuordnen, einem Anbieter zuordnen. Aber eine Sonnenbrille hilft dir jetzt erstmal nicht unbedingt beim Sehen. Also zumindest nicht, wenn sie eine Korrektionswirkung hat, keine Korrektionswirkung hat. Ich würde aber meinem örtlichen Optiker mehr vertrauen, dass er mir eine gute Sonnenbrillenqualität anbietet, als... keine Ahnung, dem fliegenden Händler irgendwo in der Urlaubsregion. Aber wenn du jetzt zum Beispiel dir eine Marke aussuchst, also wenn du zum Beispiel jetzt, dann könntest du ja auch die gleiche Marke, der vertraust du ja vielleicht, könntest du ja auch bei Amazon oder Zalando kaufen. Könnte ich. Lass mich mal überlegen, wie ich sagen, ich bin ein großer Oakley-Fan tatsächlich. Da bin ich in den Flagship-Store gegangen tatsächlich, um mal das nachzukaufen, was ich da haben wollte. Aber da in diesem Fall bin ich auch nicht dann bist du auch nicht zum Augenoptiker, dann bist du ja zu der Marke selber gegangen. Ich gehe aber zum Augenoptiker, um dann quasi für die Oakley-Sonnenbrille, die ich habe, die Gläser in der Stärke zu bekommen. Das ist aber wieder eine Brille. Das ist eine Korrektionsbrille. Also eine Sonnenbrille mit Sehstärke wäre eine Korrektionsbrille. Aber du hast ja gerade schon beschrieben, der Markt ist ja im Wesentlichen Korrektionsbrillen-umsatzseitig. Ja, über 80%. Aber bleibt noch die Kontaktlinse und die Sonnenbrille. Ja, aber ich würde Kontaktlinse und Korrektionsbrille, das würde ich schon einer Marke zutrauen, auf jeden Fall. Mhm. Also ich würde sagen, dass die Märkte komplett anders ticken und sich auch komplett anders zum Beispiel für den Versand eignen. Also wenn du dir zum Beispiel jetzt die Branchenzahlen von 2020 anguckst, dann siehst du, dass die Coronavirus-Krise bestehende Trends massiv verstärkt hat, aber keine grundlegenden Änderungen herbeigeführt hat. Also zum Beispiel bei der Kontaktlinse war vorher der Versandanteil schon sehr, sehr hoch und jetzt ist er hochgesprungen auf fast 50% beim Absatz, 40% beim Umsatz. Bei uns zum Beispiel inzwischen 60% im Versand. Würde ich mal sagen, ist zum Beispiel ein Produkt, obwohl du es in eine Kategorie packen kannst, wo du unproblematisch die Kontaktlinse nach Hause schicken kannst in der gleichen Qualität. Und die Kunden, die es bei euch im Versand bestellen, die gehen dann auf den Fielmann-Online-Shop und bestellen das da? Ja, das hatte ich ja eben erzählt. In 15% der Fälle nur ist das der Bezugsweg. In 60% der Fälle ist es überhaupt Versand, aber der Großteil des Versandes geht eben über andere Omnichannel-Kanäle, wie zum Beispiel waren in der Niederlassung, haben sich diese App geholt, bestellen darüber nach oder haben das Abo. Oder ein Use Case, den wir am Anfang überhaupt nicht auf dem Zettel haben, aber sehr froh sind, dass wir den erreicht haben, weil wir von Anfang an Omnichannel gedacht haben. Ein ganz großer Use Case ist, du kommst in die Niederlassung, sagst, ich hätte gerne meine Kontaktlinsenmarke in -1. Die sagen, eben gerade verkauft, kommt zwar morgen wieder, aber ich könnte es Ihnen kostenlos nach Hause schicken. Das ist für uns ein ganz, ganz großer Use Case wegen der Verfügbarkeit, weil du ja nicht Lust hast, am nächsten Tag wieder hinzulaufen und dann kriegst du es einfach nach Hause geschickt. Großer Versandanteil für uns. Und diese Kohorte, die es dann entweder über diesen Multichannel-Touchpoint oder direkt bestellt, die bleibt auch stabil, also die churnt nicht zurück in die Filiale. Das heißt, der Anteil wird über die nächsten Jahre auch steigen.
Also die Kunden, die beispielsweise jetzt im Versand kaufen, die kommen irgendwann zurück in die Niederlassung, weil die wollen zum Beispiel irgendwie ein Check-up haben und gucken, ob das noch alles irgendwie passt. Oder manchmal gibt es eine Kontaktlinse nicht mehr, dann wird eine neue angepasst. Das heißt, ich glaube, dass das Gesamtprodukt irgendwie eine Omnichannel-Komponente hat. Aber der wesentliche Punkt ist doch, dass du für den Kauf deiner Kontaktlinsenpackung, wenn du sie kennst, nicht zu einem stationären Touchpoint musst. Mhm. Ganz anders bei einer Brille, weil bei jeder Brille, so wie du es ja auch selber erlebt hast, musst du deine Sehstärke bestimmen lassen. Das ist einmal machen, ändert sich vielleicht alle 3, 4, 5 Jahre oder sowas mal. Und dann hast du aber noch die Brillenglaszentrierung. Das heißt, die Brillengläser müssen ja an die richtige Stelle von deiner Brille eingearbeitet werden, damit du scharf damit sehen kannst. Das heißt, bei der Brille hast du erzwungenermaßen, wenn du Qualität willst, immer einen stationären Touchpoint dabei. Und das ist zum Beispiel ein Riesenunterschied zwischen der Kontaktlinse und der Brille. Und lässt sich sozusagen dieser Prozess, der den Kunden ja heute ja noch in die sozusagen Filiale zwingt, klingt jetzt ein bisschen bösartig, aber ich gehe auch dann in die Filiale danach messen, lässt sich das schon zum Teil digitalisieren? Also gibt es quasi, ich habe zum Beispiel letztens eine Brille nachgekauft und war dann diesem Automaten, der es erstmal automatisch vermisst und versucht dann die Sehstärke rauszufinden, der lag total daneben. So, und wenn dieser Automat das schon nicht so gut kann, ja, und der sieht ja schon relativ professionell aus, ich weiß gar nicht, wie machen die das? Also irgend so ein Verfahren, wo dann... Fotorefraktion. Ja, okay. Also ich finde das überhaupt nicht gemein, ich finde das genau richtig, das ist genau unsere Denke. Also der Wunsch des Kunden nach Convenience, das steht ja hinter dem Versand. Der Versand hat ja keinen Selbstzweck, sondern der Versand hat ja die Convenience, dass ich dann nicht in die Stadt laufen muss, wenn ich es nicht will. Es gibt ja Menschen, die gehen auch gerne in die Stadt, soll ja noch ein paar geben. Aber für die Kunden, die nicht unbedingt in die Stadt gehen möchten und sagen, ich möchte das von zu Hause kaufen, brauchen wir ja eine Lösung. Der entscheidende Faktor, also wenn du so möchtest, der Gamechanger in der Augenoptik ist Messtechnologie. Das bedeutet, was wir erreichen müssen, ist, dass wir die beiden vorgenannten Messtechnologien, also die Refraktion, die Bestimmung deiner Sehstärke und die Zentrierung, also die richtige Einarbeitung der Brillengläser an der richtigen Stelle, dass wir das aufs Smartphone oder aufs Endgerät des Kunden bringen. Das ist zum Beispiel ein Thema, was wir auch immer betont haben. Das heißt, wir haben nie gesagt, dass wir nicht Brillen online verkaufen wollen, sondern wir haben immer gesagt, wir wollen nicht die Convenience, also die Bequemlichkeit bringen, aber dann die Qualität nehmen. Weil ich glaube nicht, dass ein Kunde das tauschen möchte. Und deshalb haben wir uns dagegen entschieden, Brillen im Versand anzubieten, solange wir nicht die Qualität bieten können, haben stattdessen schon vor 4, 5 Jahren sehr, sehr viel in R&D, also in eigene Forschung und Entwicklung investiert, haben jetzt kumuliert ungefähr 15 Millionen investiert, investieren da gerade sehr, sehr fleißig weiter und 24 Patente direkt, indirekt zuzurechnen und werden diese Technologien jetzt nach und nach für mehr Kunden verfügbar machen. Du kannst jetzt, ich weiß nicht, ob du das vorher gesehen hast, wir haben zum Beispiel jetzt vor einigen Monaten eine App rausgebracht, wo du schon Brillen komplett online kaufen kannst bei uns. Die App ist im Moment begrenzt auf beispielsweise gewisse Sehstärken, damit sie nicht zu hoch sind. Die ist begrenzt zum Beispiel auf moderne iPhones, wo wir dann alle möglichen Sensoren und so weiter und so fort nutzen können. Aber für die Kunden können wir die Qualität schon bieten. Und das werden wir jetzt immer weiter. Das könnte auch ein Neukunden nutzen, diese App dann? Oder das kann im Moment nur ein Bestandskunde nutzen, weil wir die Refraktion noch nicht haben. Das heißt, in dieser App haben wir jetzt das erste Thema, die erste Messtechnologie integriert. Die zweite Messtechnologie haben wir auch gerade als Medizinprodukt zertifiziert bekommen und werden sie jetzt nach und nach integrieren. Wobei ich sagen muss, dass das Thema der Refraktion, das, was du eben gerade beschrieben hast, Du hast gerade von dem Gerät gesprochen. Das heißt, du setzt dich davor, das misst mal grob deine Sehstärke und dann wird das nochmal meistens kontrolliert vom Augenoptiker in einer sogenannten subjektiven Sehstärkenbestimmung. Was du erreichen willst, ist, dass du den Prozess, also dieses Bip-Bip-Gerät plus der Optiker, der es kontrolliert, dass du den digitalisiert bekommst. Das ist ziemlich komplex. Den ersten Schritt kriegst du, also auch der erste Schritt ist relativ schwierig, weil du ja diese Messung, die in diesem großen Gerät ist, willst du aufs Smartphone bringen. Das ist schon relativ komplex. Das haben wir jetzt aber technisch gelöst. Die wesentliche Herausforderung ist, das jetzt in eine annehmbare User Experience zu überführen. Weil du sitzt ja in einem stationären Geschäft, der Optiker sagt, setz dich davor, halt deine Stirn dagegen und dann stillhalten und Augen auflassen und so. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, wenn der Kunde da mit dem Smartphone steht. Das haben wir aber, glaube ich, inzwischen schon ganz gut gelöst. Und jetzt ist die wesentliche Herausforderung, diese Technologie nutzbar zu machen, in eine saubere User Experience zu überführen und dann tatsächlich auch für möglichst viele Kunden zugänglich zu machen. Das wird im Ergebnis dazu führen, dass perspektivisch immer mehr Kunden Pure-Play-E-Commerce-Brillen kaufen können, ohne auf Qualität verzichten zu müssen. Aber das ist ehrlich gesagt auch ein relativ komplexes Thema.
wie weit sozusagen Gut-Feeling ist das weg von der Marktreife? Wenn jetzt ein online-affiner Kunde, würde ich mir sagen, ich bin ein online-affiner Kunde und auch technikaffin, ich habe jetzt kein iPhone, da fühle ich mich jetzt ein bisschen diskriminiert. Ich verstehe aber den Grund, warum ihr euch aufs iPhone konzentriert. Für das, was ich beim Augenoptiker noch erlebt habe mit der sozusagen subjektiven Nachmessung, wie lange wird das noch dauern, bis das endkundenfähig ist? Also es ist endkundenfähig. Das heißt, du kannst bei uns Brillen in der Qualität bestellen. Die Frage muss doch eigentlich sein, für alle Endkunden oder für viele Endkunden, für Kunden, die wie du jetzt kein iPhone, ich habe auch keins, ich würde auch gerne unsere App benutzen, habe auch ein Android, kann es nicht benutzen. Das heißt, würde mich auch freuen, wenn wir das irgendwie also für auch Android nicht hinbekommen. Auf Clubhouse, ja. Genau. So, das heißt, die Frage ist ja, also die Frage ist, glaube ich, nicht so singulär. Die Frage ist, wann können wir das für wie viele Kunden anbieten? Die Antwort ist, kann Fielmann das kurzfristig für Kunden anbieten? Ja. Kann Fielmann das kurzfristig für alle Kunden in der gewohnten Qualität anbieten? Nein. Und die Kunst ist es, glaube ich, die Technologie schrittweise weiterzuentwickeln mit echten Kundendaten, mit echtem Kundenfeedback, iterativ, um dann zu sehen, wie weit wir das aufmachen können, ohne die Qualität zu verlieren. Und da muss sich natürlich auch der digitale Channel in der Qualität mit dem stationären messen. Und das lassen wir gegeneinander laufen. Und für die Kundengruppen, wo wir es im Moment zugänglich gemacht haben, sind wir sehr, sehr glücklich mit der Qualität. Ich denke auch, dass das dazu führen kann, dass der Pure-Play-E-Commerce-Anteil auf maximal 10% wachsen kann. Das heißt aber immer noch, dass der stationäre Anteil, wo zumindest ein Touchpoint dann in der Niederlassung stattfindet, denke ich auch mittelfristig noch mindestens 90% ausmachen wird. Was ist denn die Reaktion eurer Optiker auf so eine Technologie und auf so eine Initiative? Hast du da so einen, bei anderen Unternehmen hat man ja so Kanalkonfliktprobleme. Mhm. Wenn dann irgendwie Umsätze online sind, dann gibt es immer dieses Thema irgendwie Neid, das sozusagen, was passiert denn mit mir? Da seid ihr natürlich weit von entfernt, was jetzt irgendwie Umsatzanteile angeht, aber gibt es dann schon Leute, die dann sagen, das kann nie funktionieren oder das kann nie so gut sein wie die manuell ausgemessenen Werte? Also ich glaube, also erstmal sind wir von der Diskussion nicht so weit weg, weil wir schon 2013 angefangen haben und uns über diesen Kanalkonflikt Gedanken machen mussten, als wir mit der Kontaktlinse angefangen haben. Ne? Wenn ich sage, dass wir heute 60% versenden, dann sind wir da komplett im Omnichannel-Geschäftsmodell. Was wir gemacht haben, ist, glaube ich, zweierlei. Das eine ist, wir haben das ganz, ganz früh kommuniziert. Und da sind wir auf ein großes Verständnis gestoßen, weil unser gesamtes Unternehmen extrem kundenzentriert ist. Das heißt, unsere Mitarbeiter, ich glaube, zum Teil früher als jetzt hier irgendwie die Unternehmensleitung, haben schon verstanden, dass das der richtige Weg ist, weil die Kunden das wollen. Und wir sind groß geworden von einer Niederlassung zu dem Marktführer in Zentraleuropa, weil wir kundenorientiert sind. Nicht, weil wir gesagt haben, wir müssen das genauer messen oder das geht nur stationär oder das geht nur online. Und der zweite Punkt, weshalb wir das, glaube ich, relativ elegant gemanagt haben, ist, dass wir von Anfang an jeden einzelnen Euro Umsatz immer einer Niederlassung zugerechnet haben. Das bedeutet auch heute, wenn du als Kunde bei uns eine Brille, eine Kontaktlinse, etwas kaufst, auch online, wird das immer einer Niederlassung zugerechnet, die dann entsprechend davon profitiert. Und das ist immer die Niederlassung, die den Service erbringt. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel bei uns Kunde bist und du nutzt zum Beispiel unsere App, um eine Brille zu kaufen, dann geht der Umsatz, der wird zugerechnet, der Niederlassung, die die ganze Arbeit hatte, die die Anpassung gemacht hat und zu der du wahrscheinlich auch gehst, wenn du jetzt zum Beispiel noch wieder eine Anpassung brauchst oder irgendwas gemacht werden muss. Und darum haben wir, glaube ich, das von Anfang an so ganz elegant umschifft mit den ganzen Kanalkonflikten. Okay, dann verstehe ich im Grunde genommen, wo ja Wachstumschancen oder auch Wachstumsbarrieren sind im Korrekturbrillenbereich und auch in den anderen Bereichen. Wie stark wächst denn der Markt in Summe? Also was ist das natürliche Brillenwachstum? Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das Marktwachstum für das ganze Thema Augenoptik pro Jahr? Also, du hast, glaube ich, zwei, drei wesentliche Treiber in Zeiten der Coronavirus-Krise. Klammern wir das gerade mal auf, weil da hast du dann einmal kurz einen Dip und dieses Jahr wird dann, glaube ich, wieder relativ stark hochgehen. Aber wenn man mal allgemein sagt, hast du zwei, drei Faktoren, die dazu beitragen werden, dass es wächst. Um dir mal eine Zahl zu geben, 2-3%, würde ich mal sagen. Jetzt wieder die Frage, sind wir Kontaktlinse, sind wir Brillenoptik? Wenn wir mal Brillen sagen, 2-3%. Was sind da wesentliche Treiber? Erstens, die Anzahl der Brillenträger nimmt zu. Das hat vor allem mit der Smartphone-Nutzung und so weiter und so fort zu tun und betrifft dann vor allem etwas jüngere Zielgruppen. Und das zweite Thema ist, durch die Demografie, also durch die Zunahme der lebenserfahrenen Menschen 45+, gibt's deutlich mehr Menschen, die Brillen tragen. Warum? Weil bis 45 ungefähr, 45 bis 50 Jahre, gibt's halt einen gewissen Prozentsaal an Menschen, 20-30%, Tendenz steigend, die eine Brille brauchen. Ab den 45 Jahren braucht praktisch fast jeder zumindest eine Lesebrille oder noch komfortabler eine Gleitsichtbrille.
Das heißt, wir haben zwei Effekte. Wir haben einen über die Zunahme in der Bevölkerung plus Bevölkerungswachstum und wir haben dann die Demografie. Du hast gerade schon zwei, drei Mal das Thema Coronavirus-Krise genannt. Die Optik, also eure Geschäfte sind ja offen geblieben, ne? Wenn ich das richtig, das ist ja, wurden ja als systemrelevant eingestuft. Wie hat sich das denn niedergeschlagen im Kundenverhalten? Dort, ihr habt ja wahrscheinlich dann weniger den klassischen Shopper gehabt, der einfach mal so gebummelt hat. Wie habt ihr es ausgeglichen oder musstet ihr es überhaupt ausgleichen, Umsatzverlust? Zwei Dinge, also vielleicht erstmal die Großzusammenfassung. Vor der Coronavirus-Krise war die Wartezeit unser größtes Problem. Also der Hauptgrund, warum ein Kunde Fielmann verlässt, ist, weil er zu lange warten musste. Und auch während der Coronavirus-Krise und umso eklatanter war, sind und bleiben Wartezeiten unser größtes Problem. Jetzt natürlich nochmal verstärkt, weil wir Auflagen haben, Auflagen, die wir selber gelegt haben und natürlich auch Auflagen, die durch den Infektionsschutz bedingt sind, dass wir ja nur eine begrenzte Anzahl an Kunden pro Quadratmeter in die Niederlassung reinbringen können. Das hat sozusagen dieses Wartezeiten-Thema verstärkt. Das heißt, für uns ein ganz, ganz, ganz großes Thema ist das Thema der Produktivität und der Steuerung der Kundenströme, dass wir dann zum Beispiel über eine Terminvereinbarung auf der einen Seite den Kunden nicht frustrieren, auf der anderen Seite aber auch ideal unsere Niederlassung auslasten, dass der Kunde ohne Wartezeit dann auch bedient werden kann. Das ist vielleicht so das große Thema der Herausforderung entsprechend bei den Wartezeiten. Ansonsten fragtest du nach dem Kundenverhalten. Was wir beobachtet haben, ist, dass die Coronavirus-Krise das ohnehin schon bestehende Kundenverhalten verstärkt hat. Das bedeutet, bei der Kontaktlinse, wo viel im Versand bestellt wurde, wurde noch mehr im Versand bestellt. Bei Sonnenbrillen, wo wir vorher vielleicht einen Versandanteil von 8-10% gesehen haben, haben wir natürlich auch eine relative Verschiebung gesehen, wobei das Geschäftsfeld stark verloren hat, weil in der Vergangenheit ist das, ne, das ist wie so ein Fashion-Produkt, eher ein Impulskauf. Und bei der Brille, aus den genannten Gründen mit der Messtechnologie, wurden die Käufe aufgeschoben, nicht aufgehoben. Das bedeutet, wir haben gesehen, dass dann während der Zeit, wo die Geschäfte beschränkt waren, wir haben zum Beispiel im Frühjahr freiwillig, als wir noch nicht wussten, wie gefährlich das Coronavirus ist, wo wir noch nicht die Masken zur Verfügung hatten, haben wir freiwillig 4 Wochen lang unsere Geschäfte auf Notbetrieb gestellt. Das heißt, alles um 90% gedrosselt, um unsere Kunden, unsere Mitarbeiter zu schützen und haben dann erst wieder die Niederlassung voll eröffnet, als wir 10 Millionen Masken bestellt hatten und das ganze Schutzkonzept wissenschaftlich aufgesetzt hatten und damit auch die Gesundheit der Kunden, Mitarbeiter garantieren konnten. Und das erklärt eigentlich auch, warum wir überhaupt einen Rückgang im letzten Jahr hatten, weil wir eben die Gesundheit höher priorisiert haben als den Umsatz in den paar Wochen. Genau, aber ein Umsatzrückgang, der ja auch dann verkraftbar war. Und wie hat sich das hier bei euch im Office, wir sind jetzt ja in der Zentrale in Hamburg, wie hat sich das dort ausgewirkt? Wir sitzen jetzt hier auf einer neu gestalteten Fläche, aber ihr habt, da war ja vorher auch ein Unternehmen vor Corona, was natürlich, wo dann einfach viele Leute einfach jeden Morgen hierher gekommen sind. Ändert sich das jetzt? Ja, also natürlich auf der einen Seite, wir haben schon, bevor es jetzt die ganze Homeoffice-Pflicht und so weiter und so fort gab, haben wir schon ganz früh auf mobiles Arbeiten gesetzt, haben das auch fortwährend immer wieder forciert aus Infektionsschutzgründen. Das heißt, ich würde mal sagen, jetzt ungefähr sind 80% unserer Mitarbeiter arbeiten mobil. Die hier sind, sind die, die dann wirklich hier arbeiten müssen. Also wo dann tatsächlich eine persönliche Präsenz zum Teil für die Arbeit erforderlich ist, handwerkliche Arbeiten oder irgendwelche wichtigen Termine, die sich beispielsweise dann eben nicht digital abhalten lassen. Aber man kann sagen, dass der Anteil derer, die eben nicht hier vor Ort arbeitet, drastisch zurückgegangen ist. Und das ist natürlich auch etwas, was uns jetzt in der Zukunft beschäftigen wird. Also ich glaube, wir werden nie wieder auf die Präsenzquote kommen, wo wir jetzt gerade sind, weil die Menschen gemerkt haben, das geht. Gleichzeitig muss man aber, glaube ich, auch sagen, nicht jeder hat jetzt irgendwie das Privileg, dass er irgendwie einen Garten hat oder eine große Wohnung mit separaten Räumen für vielleicht, wenn man eine Familie ist, für Vater, Mutter und dann entsprechend die Kinder. Und insofern müssen wir, glaube ich, auch den Platz einräumen, dass man beides möglich macht, natürlich immer so lange, dass der Infektionsschutz zulässt. Ihr habt ja wahrscheinlich auch schon Umfragen gemacht unter euren Mitarbeitern. Wir haben das auch schon gemacht. Bei uns sagen so zwischen 75 und 90% können sich eigentlich vorstellen, vor allem remote zu arbeiten, also vielleicht 1-2 Mal die Woche ins Büro zu kommen. Dort ändert sich auch ein bisschen die Rolle des Büros. Also wir hatten jetzt schon mal ein paar Büro-Meetings und das ist dann vor allem Socializing, also ganz anders als vor der Corona-Krise, wo das Socializing ja außerhalb des Büros stattgefunden hat. Habt ihr das mal nachgefragt? Ja, also haben wir auch gefragt, sehr, sehr ähnliche Entwicklung, überwältigende Mehrheit, die sagt, ich möchte gerne zumindest einen Teil meiner Arbeit mobil verrichten, also von zu Hause oder von woanders. Also das beobachten wir auch.
Gibt gleichzeitig, so wie du auch gesagt hast, gibt fast keinen, der sagt, ich möchte gar nicht mehr ins Büro kommen. Also du hast so eine Mischung und da siehst du natürlich auch eine Entwicklung über die Zeit. Also ich beobachte jetzt, dass es nicht quantitativ belegt, sondern es ist eher qualitativ, aber ich beobachte jetzt viel, dass Führungskräfte sagen, nach irgendwie einem Jahr irgendwie Personalgespräche digital zu machen, ist deutlich herausfordernder, als sich vielleicht mal irgendwo hinzusetzen, und dann gucken wir eben, wie wir das jetzt in Anbetracht des Infektionsschutzes realisieren können. Das andere sind so Events, wie du das beschrieben hast, da müssen wir uns wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen gedulden. Aber ich glaube, das ist im Sinne der Vernetzung, vor allem in Zeiten der Transformation, auch wichtig. Und da müssen wir jetzt irgendwie gucken, wie wir das dann gestaltet bekommen. Aber ändert das auch eure Hiring Policy? Also könnt ihr euch jetzt vorstellen, dass du für zentrale Funktionen, auch jetzt auch für solche digitalen Themen, einfach dann Leute in Kroatien, Portugal, Spanien hirest, die dann gar nicht mehr hier in die Zentrale kommen müssen? Hatten wir vorher schon, machen wir jetzt auch weiter. Kann man sagen, marginal forciert, aber jetzt nicht massiv, dass wir das irgendwie machen. Das betrifft ja vor allem irgendwie die Produktteams und sagen wir mal Engineering-lastige Themen ist ein typisches Beispiel, wo man das macht. Ne? Dann vielleicht nochmal zwei, drei Fragen hier aus der Kassenzonen-Telegram-Gruppe. Die werden ja immer quasi vor jedem Podcast-Gast gefragt und müssen natürlich auch hier berücksichtigt werden. Eine Frage war, wie wichtig ist das Thema Hörgeräte für euch? Weil die meisten verbinden natürlich das ganze Thema Augenoptik mit Firmen, aber man kann ja auch das Thema Hörgeräte bei euch lösen. Wie wichtig ist das für euer Geschäftsmodell? Stark wachsend. Ist schön, weil wir sind ein kundenorientiertes Unternehmen. Wir haben einen ganz großen Kundenwunsch, der war, bevor wir damit angefangen haben, vor knapp einem Jahrzehnt, immer schon wieder geäußert. Wir haben den dann begonnen zu erfüllen. Das Geschäft wächst stark. Liegt natürlich auch daran, dass wir ein hohes Vertrauen bei den Kunden haben und dass dann die Überbrückung relativ schnell ist. Wenn du dir mit unseren Augen vertraust, vertraust du dir vielleicht auch mit den Ohren. Der Markt ist super spannend. Der ist ein bisschen so wie die Augenoptik vor 20, 30 Jahren. Gibt ganz, ganz viel Potenzial, da, glaube ich, Kundennutzen zu stiften. Das tun wir sehr, sehr erfolgreich. Wir expandieren da ausschließlich organisch. Das heißt, wir sind jetzt bei weit über 200 Standorten durch den Zukauf in Spanien. Die hatten auch Hörakustikstudios, haben wir das mit dabei. Und das ist immer, wir machen das aber nicht separat, ne? Also das ist sozusagen für uns immer ein integriertes Konzept. Und ich glaube, dass wir jetzt auch ganz, ganz viele Erfahrungen, die wir, sagen wir mal, Kontaktlinse, extrem schon E-Commerce-lastig oder versandlastig, Sonnenbrille, Fashion irgendwo dazwischen, Brillenoptik, sehr viel Medizinprodukte, sehr viel Regulatorik, und Hörakustik ist dann super reguliert und auch noch ganz groß ein Geschäft, was ja auch viel mit den Krankenkassen zusammenhängt. Da können wir, glaube ich, jetzt sehr, sehr viele Erfahrungen übertragen und damit dann auch Mehrwert im Markt stiften. War Hörakustik quasi vor dieser Fialisierung auch schon ein Thema, was dann beim Optiker gemacht wurde? Oder war das, muss man dann zum Hörgerätefachgeschäft gehen? Hörakustiker, genau. Also es hat immer schon existiert. Also es gab immer mal schon wieder diese Verbindung. So richtig konsequent haben wir das dann, glaube ich, erst gemacht. Und du musst auch das wieder, also das ist dann tatsächlich nicht nur, wie soll man sagen, auf Marktsicht, also wer die anderen Marktteilnehmer sind, ein anderer Markt, sondern da hast du dann zum Beispiel also eine Kontaktlinse, eine Sonnenbrille und eine Brille, verkauft ein Augenoptiker. Das Thema der Hörakustik und der Höranpassung ist tatsächlich ein gesamtes eigenes Berufsbild. Als Augenoptiker arbeiten wir eng und vertrauensvoll mit den Augenärzten zusammen. In der Hörakustik natürlich der HNO-Arzt, nicht der Augenarzt. Das ist schon relativ separat und auch das ist ein bisschen komplexer. Die größte Komplexität wird da getrieben durch die Krankenkassen. Also der Krankenkassenanteil ist sehr, sehr hoch, weil die Krankenkassen ja anders als für Brillen, Kontaktlinsen und Sonnenbrillen zahlen sie für die Hörgeräte. Das heißt natürlich, dass du aber auch die ganzen Aufwände hast mit der Präqualifizierung, mit den ganzen Aufwänden. Du hast ein ganz anderes Thema in der Interaktion und die Customer Journey ist, sagen wir mal, komplexer als vielleicht beim Sonnenbrillenkauf. Okay, Moment. Der Kunde hört halt nicht so gut. Das ist Spaß beiseite. Die, naja, hoffentlich danach wieder, ja. danach. Dann zweite Frage von Alan. Was ist deine Meinung zu Augmented Reality und Virtual Reality Brillen? Da vielleicht ein kurzes Zitat von Scott Galloway. Ich weiß nicht, ob du den so ein bisschen folgst. Der hat ja immer diese sozusagen 5 Top-Trends-Videos bei YouTube gemacht immer. Und er hat gesagt, wenn es eine Zeit gegeben hätte, wo sich das Thema hätte durchsetzen müssen, dann war es Corona. Die Leute waren irgendwie zu Hause, es gab keine Events, man konnte irgendwie nicht in stationäre Geschäfte einkaufen. Da hätte eigentlich Virtual Reality
hätte den Siegeszug antreten müssen. Haben sie aber nicht, obwohl es schon sehr konsumerfreundliche Geräte gibt. Also es gibt die Oculus Quest Generation seit 2 Jahren, da braucht man jetzt keinen PC mehr anschließen, einfach aufsetzen, los geht's, wie ein Handy. Wie stehst du dazu? Also du hast jetzt eben gerade gesagt, Augmented Reality, Virtual Reality. Ich glaube, du meinst aber Virtual Reality. Das, ne? Alan hat Virtual und Augmented Reality gefragt. Genau, aber okay, also das Zitat von Scott Galloway bezog sich auf Virtual Reality. Okay, dann beantworte ich Virtual Reality vielleicht nur ganz kurz vorher, weil das sind ja sehr unterschiedliche Sachen. Augmented Reality ist super spannend für uns. Da haben wir den Weltmarktführer für die 3D-Anprobe von Sonnenbrillen und Brillen haben wir investiert, weil die 3D-Assets haben. Das hilft uns sehr bei der Anpassung. Aber ich glaube, darauf zielte nicht die Frage ab, sondern tatsächlich eher auf die Virtual Reality-Brillen. Und da würde ich sagen, das ist sehr weit weg von unserem Geschäftsmodell, außer dass da im Namen irgendwie Brille mit dabei ist. Aber am Ende des Tages ist das ja hauptsächlich ein Entertainment-Gerät. Was für uns relevant ist, was ja vielleicht irgendwo so dazwischen liegt, ist das Thema Smart Glasses. Auch da haben wir investiert in den Weltmarktführer im B2B-Bereich. Wenn sich Smart Glasses eines Tages durchsetzen, dann ist das natürlich hochrelevant, weil dann zum Beispiel Technologieunternehmen in den Markt kommen könnten, die ganz andere Monetarisierungsmodelle haben, als jetzt zum Beispiel ein Augenoptiker oder ein Händler wie wir. Das bedeutet, was da passieren könnte, ist, dass die dann ihr Geld nicht verdienen, ihre Monetarisierung nicht realisieren über den Verkauf des Produktes, der Smart Glasses, sondern über das dahinterliegende Ökosystem und entsprechend auch über die Daten, die dadurch generiert werden. Das ist natürlich ein Thema, was wir uns sehr, sehr genau anschauen. Also Virtual Reality eher nicht. Augmented Reality ist Kernbestandteil unseres Geschäftsmodells, integriert in unsere E-Commerce-Channels, aber auch in den Niederlassungen. Und Smart Glasses ist ein Thema, was wir als strategisch hochrelevant erachten. Aber keiner kann dir so ganz genau sagen, ob und wann der Durchbruch im B2C-Bereich kommt. Zählt dieses Google Lens-Thema auch in den Bereich Smart Glasses? Also wird das der Bereich? Google Glass, ne? Ja, genau, Google Glass. Ja, Google Lens ist die App, mit der ich Sachen erkenne. Verzeihung, ja. Also es gibt so viele Worte auf Englisch, die alle nah beieinander sind. Mit Google Lens kann man quasi auf Objekte scannen mit Android. Und dann Google Glass wären die Smart Glasses. Also damit rede ich jetzt, also das Gleiche reden. Wir reden ja über Fassungen, die quasi aussehen, oder Brillen, die aussehen wie normale Brillen, aber wo du Dinge hineinprojizieren kannst. Alle Technologieanbieter sind auf der Suche nach der Killer-App, die Nutzung überhaupt etabliert von diesen Smart Glasses. Das ist sozusagen der heilige Gral. Ja. Das ist der heilige Gral für Smart Glasses. Wir haben gesagt, das Thema ist so groß, so komplex, hast du bestimmt ja auch die Übernahmen in dem Bereich gesehen, hunderte Millionen, zum Teil Milliarden, Bewertung und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen weit weg von unserem Kerngeschäftsmodell, aber um trotzdem in diesen Bereich hineinzugehen, haben wir ein ganz, ganz tolles Unternehmen in Bremen gefunden, Ubimax heißen die, und die sind führend im B2B-Bereich. Das bedeutet, während sich Google Glass und andere Smart Glasses nie im Endkundenbereich durchgesetzt haben, weil sie eben noch nicht die Killer-App hatten, und dann gibt es eben diese sozialen Faktoren, dass die Leute sagen, ich will nicht aufgezeichnet werden und so, haben Smart Glasses schon heute eine Daseinsberechtigung im B2B-Bereich. Das heißt, Smart Glasses werden zum Beispiel genutzt in der Logistik für Kommissionierung, Smart Glasses werden genutzt in der Anlagenwartung. Also stell dir vor, du bist ein Ingenieur und du musst in der Großanlage was reparieren, dann kannst du dir da Pläne rein projizieren lassen und jemand aus dem Tech-Team kann dir das markieren, wo du was aufmachen musst. Das ist ein großer Use Case. Da haben wir deswegen rein investiert. Wir haben eine strategische Kooperation aufgesetzt und wir sind jetzt deren Partner für die Verglasung. Das heißt, wir haben jetzt schon, ich glaube, inzwischen hunderte oder vielleicht sogar schon tausende Smart Glasses verglast. Das heißt, wir kommen da mit zur Party, wir sind Teil der Wertschöpfungskette und wir bauen uns entsprechend dann schon Erkenntnisse auf, setzen uns mit den Tech-Stacks da auseinander und haben natürlich dann auch einen engen Draht mit den Technologieunternehmen, die das entwickeln, weil wir im Moment gerade mit diesem Unternehmen dann zusammen der einzige Abnehmer sind, der wirklich irgendwie mal Stückzahlen macht und User-Feedback geben kann. Und das ist natürlich ganz interessant. Das heißt, wenn irgendwann ein Tech-Unternehmen in den Markt kommt mit einem anderen Monetarisierungsmodell, stehen wir zumindest als Partner bereit und kennen uns damit aus, wie man Smart Glasses verglast, wie man sie repariert, wie man damit umgeht, wie man damit den Kunden hilft. Und das ist so der Ansatz, den wir verfolgen. Okay, verstehe ich. Dann fragt Helmut, unter Vielmann findet man auf Instagram so gut wie keine halbnackten Dubai-Influencer. Muss ich auch zweimal lesen, den Satz. Nutzt Vielmann Tools wie Nindo, habe ich noch nie gehört, um Werbepartner zu prüfen? Vielleicht erstmal eine Frage vorweg. Nutzt ihr Influencer, um die Marke Vielmann bekannter zu machen?
Okay, dann erst eine erste Frage. Also die erste Frage, nutzen wir Influencer? Ja, klar. Also sozusagen, wir nutzen das unterschiedlich intensiv. Ich habe beobachtet, dass das für das Thema Branding deutlich besser performt als für Performance. Mhm. Und insofern nutzen wir das sehr aktiv und sehr viel, vor allem in unseren Wachstumsmärkten, also sehr aktiv in Italien, in Polen. In Deutschland haben wir das entsprechend auch mal genutzt. In Italien haben wir, ich glaube, den Influencer für Brillen. Das ist so ein bekannter Fernsehkoch, Alessandro Borghese, das ist auch entsprechend unser Testimonial. Das funktioniert sehr gut. Der hat so eine riesen schwarze Brille auf von Fielmann und hat einen hohen Wiedererkennungswert. Um das Thema, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ging die Frage in Richtung Brand Safety, glaube ich. Ja. Nindo kenne ich jetzt auch nicht als Tool. Wir als Marke, die sehr etabliert ist, die sehr, sehr hohe Markenbekanntheitswerte hat, müssen natürlich sehr auf Brand Safety achten. Insofern ist das ein großes Thema für uns. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet. Ansonsten bei auf jeden Fall schon mal gut, dass hier keine Dubai-Influencer sind. Ich hoffe, das ist jetzt positiv gemeint. Also nee, also ich verstehe das auch positiv. Ich habe jetzt über die Dubai-Influencer nur Schlechtes gelesen in den letzten Wochen. Dann eine Frage, Erlebnis-Store ist auch immer wieder ein Thema in den verschiedenen Kassenzone-Podcasts, kommt von Thorsten, der hatte ein Bild gepostet, wo ihr irgendwie, ihr seid quasi umgezogen von einer Filiale in die nächste irgendwo, ich weiß nicht, welche Stadt das war, deutlich größer, deutlich attraktiver. Kann man in dem Bereich, in dem ihr unterwegs seid, Erlebnis-Stores machen? Also das, was jetzt große Kaufhäuser versuchen zu etablieren mit irgendwie so Wasserrutschenparks und Co. Macht das für euch irgendwie Sinn? Also, dass der Kunde zu euch kommt und mehr bekommt als nur die Brille? Also ich glaube, das muss immer um den Kontext Sinn machen. Da müssen wir schon Mehrwert bieten und wir sind schon sehr fokussiert auf das, was wir können, ohne dass wir uns jetzt irgendwie überdehnen. Aber beispielsweise, wir sind umgezogen, vielleicht war das die Niederlassung. Wir haben hier komplett umgebaut am Rathausmarkt. Das ist jetzt das größte augenoptische Fachgeschäft in Deutschland. Wir werden dann Omnichannel-Umsatz perspektivisch ungefähr 10 Millionen erzielen. Und dort in die Niederlassung, da haben wir so alles reingebaut, was es gibt und was es geht. Ich glaube, du kannst da Kundenerlebnisse erzeugen, aber das ist immer noch nah, glaube ich, bei uns am Geschäft. Wir haben da zum Beispiel alles reingebracht, was es an Innovationen gibt. Zum Beispiel, es gab diese Bose-Sonnenbrillen, die dann über den Schädel sozusagen den Sound mitgebracht haben. Die waren ganz toll, wurden leider inzwischen eingestellt, aber die kamen zum Beispiel gut an. Wir haben dort alle möglichen digitalen Services. Was war das Services. Genau? Das waren Smart Sunglasses, wenn du so willst, aber nicht Einblendung von visuellen Informationen, sondern Soundübertragung. Bose-Sonnenbrillen. Können wir uns genau gern zusammen mal anschauen. Das könnte, glaube ich, spannend für dich sein. Ja, okay. Aber was kann man in so einen Store reinbauen, wenn ihr da 10 Millionen Umsatz, das ist ja schon ein paar Umsatz am Tag. Ich glaube, der wesentliche Nutzen ist ein Mehrwert da drumherum. Wir haben zum Beispiel dann die 3D-Anprobe, die wir originell für das Thema E-Commerce haben, was da die Conversion Rate steigert und sehr, sehr erfolgreich ist, haben wir zum Beispiel dahin gebracht, dass du in der Niederlassung dann eben nicht nur die 20.000 Modelle vor Ort angucken kannst, sondern du kannst dann sozusagen die Artikeltiefe noch weiter verlängern, kannst dann da 120.000 Modelle angucken, in 3D digital anschauen. Wir haben ein RFID-Tool und wir haben so Themen, die vielleicht der Kunde von außen erstmal nicht ganz so spannend findet, aber der Effekt für ihn ist super positiv. Wir haben zum Beispiel ein digitales Zeitmanagement entwickelt, weil wieder unser größtes Problem sind Wartezeiten. Und insofern haben wir ein Tool entwickelt für all die Kunden, die ohne Termin kommen, dass wir dir auf die Minute genau sagen können, wann du dran bist. Das heißt, sagen wir mal, du läufst durch die Innenstadt, siehst diesen Flagship-Store, sagst, oh, ich will da auch hin. Wir haben die Herausforderung, wir müssen die Quadratmeter begrenzen und auch sonst ist ja öfter voll, wir haben keinen Augenoptiker frei. Dann können wir dir jetzt auf die Minute genau sagen, Mensch Alex, gerade voll, könntest du in 19 Minuten wiederkommen, weil dann bist du auch dran, hast jemanden für dich. Du kannst uns auch gerne aber auch schon durchlaufen und den Store entdecken, nur wenn du eine Beratung haben wollen würdest. Muss ich mir mal anschauen, wenn hier nach Corona, ich fahre auch gleich in die Innenstadt, vielleicht kann ich ja mal kurz vorbei laufen. Klingt spannend, aber das mit diesen Bose-Sonnenbrillen mit Sound, das ist eigentlich ja genau für ein Spiel. Ich meine, die gibt es dann noch. Das gucke ich mir auf jeden Fall an. Dann eine Frage von Stefan und danach habe ich noch zwei andere Fragen und dann müssen wir auch schon langsam zum Ende kommen. Stefan fragt, mich würde interessieren, wie du als junger Chef in einem vermeintlichen Oldschool-Unternehmen mit deiner digitalen Agenda vorankommst und wie du mit den vermeintlichen Widerständen intern umgehst und zusätzlich, wie weit ihr den Abstand zu seinen Mitbewerbern im digitalen Umfeld sieht. Ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst oder willst, aber die erste Frage finde ich am spannendsten.
Also ich fange trotzdem mal mit der Bestandsaufnahme der zweiten Frage an, also wie wir uns im Vergleich sehen. Wir benchmarken als allererstes nicht gegen den Markt oder gegen Mitbewerber, sondern wir benchmarken mit unseren Kunden. Für uns ist die wesentlichste Kennzahl, ist, wie viele aktive Kunden wir haben. Dann kommt die Kundenbindung und dann kommt die Kundenzufriedenheit, weil die Kundenzufriedenheit führt zur Kundenbindung und bevor du Kunden binden kannst, musst du erstmal irgendwie Kunden haben. Das ist so ungefähr die Kaskade und die führt unserer Auffassung nach dann zu Absatz, Umsatz und am Ende auch für Profit. Aber wir fangen nicht mit dem Gewinn entsprechend an. Und wenn ich mir die Kennzahlen angucke, dann waren wir, glaube ich, als Unternehmen sehr zufrieden und wir sind sehr zufrieden. Wir können uns aber auch immer noch steigern. Wir haben eine Wiederkaufrate von über 90% und wenn der Kunde die zweite Brille bei uns gekauft hat, von weit, weit, weit in den hohen 90ern. Das bedeutet, wir haben, glaube ich, eine sehr, sehr gute Kundenbindung. Auch bei der Kundenzufriedenheit haben wir wahnsinnig hohe Werte. Also zum Beispiel, wenn du Kunden fragst, würden sie uns empfehlen. Wenn du Kunden fragst, würden sie wiederkaufen, weit über 90%. Das heißt, da sehe ich uns erstmal sehr gut aufgestellt, auch im digitalen Bereich, weil wir alle Kundengruppen fragen. Wir fragen ja jetzt nicht nur den digitalen oder nicht digitalen. So. Und ich glaube, das ist der kontinuierliche Messwert, den man ansetzen muss, um zu sagen, erfüllen wir Kundenwünsche oder nicht. Und dann musst du dir natürlich die Wanderungsbewegung angucken, weil die Kunden, die du befragst, sind natürlich nur deine eigenen. Dann musst du dir natürlich entsprechend anschauen, verlieren wir irgendwo Kundengruppen, weil wir gewisse Wünsche nicht bedienen. Das schauen wir uns natürlich parallel an. Okay, verstehe ich. Und jetzt hattest du aber noch... Zurück, die erste Frage, genau. Hast du jetzt quasi schlau umschifft. Nee, stellen Sie doch mal. Das ist die, wie du als junger Chef Ach so. In einem vermeintlichen... Nein, du bist ja, ich glaube, du bist glaube ich, fast so alt wie Tarek, glaube ich. Anfang 30, genau. Wie du als junger Chef in einem vermeintlichen Oldschool-Unternehmen mit deiner digitalen Agenda vorankommst und mit den internen Widerständen umgehst. Ja, jetzt hast du mir mit der Frage wieder die Brücke gebaut. Genau, ich habe die zweite Frage zuerst beantwortet, weil mir unsere kundenorientierte Philosophie das ganz einfach macht. Das heißt, bei uns gibt es, glaube ich, Menschen, wie überall, mit unterschiedlichen Interessen, mit einem unterschiedlichen Arbeitsumfeld, die vielleicht sehr in ihrem Prozess sind oder auch sehr kreativ sind. Also wir haben ja selber eine relativ große Produktentwicklungseinheit. Die sind dann natürlich, sagen wir mal, berufsbedingt etwas kreativer. Was uns alle eint, ist die Kundenorientierung. Und insofern ist für mich die Kommunikation immer relativ einfach, wenn ich aufzeigen kann, dass etwas, was wir tun, Kundenorientierung stiftet. Ich glaube, die größte Herausforderung in der Transformation ist, dass wenn du in ein Unternehmen kommst, was viel Legacy hat, dass du natürlich erstmal viele Ideen gar nicht so sehr realisieren kannst, weil du in irgendwelchen Prozessen oder Systemen steckst. Und der einzige Weg, um da rauszukommen, ist, dass du das Geschäftsmodell komplett einmal redesignst. Und das bedeutet natürlich auch, dass du relativ viel Wandel und Veränderung hast. Bei uns ist aber dabei die Konstante die Kundenorientierung. Und das ist eigentlich immer auch die kommunikative Brücke. Und das ist etwas, was bei uns im Unternehmen, was ich sagen würde, was dann sehr gut und sehr schnell ankommt, wenn man sagt, wir müssen uns umstellen, wir müssen umbauen wegen der Kundenorientierung. Das klappt eigentlich ganz gut. Aber das klingt ja fast so schön, um wahr zu sein. Also es gab gar keine Widerstände hier. Ich meine, du hast ja... Also mein Unternehmen, was in den 70ern angefangen hat, da gibt es ja schon Leute, die dann auch 20, 30 Jahre dabei sind. Die dürften doch bei der einen oder anderen digitalen Initiative, du hast ja schon gesagt, ihr habt mit Kontaktlinsen angefangen vor 10 Jahren, da muss es doch einige gegeben haben, die sagen, das kann nicht funktionieren oder das ist nicht Vielmann, so wie ich es kenne. Genau. Also du redest jetzt halt auch mit jemandem, der jetzt schon eine Weile im Vorstandsvorsitz ist und so weiter und so fort. Wir digitalisieren, wir transformieren jetzt seit 8 Jahren. Ne? Wenn man jetzt weiter in der Zeit zurückguckt, dann gab es, glaube ich, massive Widerstände gegenüber Veränderungen. Aber das muss man ja nicht unbedingt immer nur negativ sehen. Wir nennen das intern bei uns immer den Legacy Cycle. Also ein Kreislauf aus 3 Faktoren. Das ist auf der einen Seite die bestehende Organisation, die bestehenden Prozesse und die bestehenden Systeme. Die beeinflussen sich selbst und führen zu einer Kultur, die, ob man das mag oder nicht, am Bestehenden verharren, weil die Leute, selbst wenn sie wollen, also selbst wenn jemand sagt, wir müssen uns jetzt hier den Prozess ändern, blockiert das vielleicht das System. Das ist dieser Kreislauf. Und den kannst du, glaube ich, nur durchbrechen, wenn du wirklich 3 Schritte zurückgehst und sagst, das ist alles nett, dass dieser und jener Prozess nicht geht, aber der Kunde will jetzt seine Sonnenbrille, da wird Leadtime wichtig, deswegen müssen wir die Leadtime optimieren. Und ich glaube, das ist auch eine Funktion aus Selbstbewusstsein, sowohl für jetzt mich als auch unser Führungsteam, zu sagen, sind wir uns sicher, dass sich Dinge ändern? Und ich glaube, die größte Gefahr bei etablierten Unternehmen ist, dass sie aufgrund ihres Geschäftserfolges nicht rechtzeitig genug die Veränderungsnotwendigkeit erkennen,
die dann zu spät realisieren, und ich glaube, das war auch in einem von deinem Podcasts, das fand ich sehr treffend beschrieben, wenn du dann das zu spät merkst und dir die Skillsets und die Capabilities irgendwann erst kurz vor knapp aufbaust, dann hast du gar keine Chance mehr, das aufzuholen. Für uns persönlich, das war das, was ich als zweites gesagt habe, ist der Weg dahin, sehr aktiv die Kunden, die Kundenbewegung und die Kundenzufriedenheit zu tracken, um frühzeitig das aufzuzeigen. Bei einem Wiederbeschaffungsintervall, bei uns in der Branche ungefähr 3 bis 4 Jahre, bei uns kürzer, liefert uns die Kundenzufriedenheit einen Aufschluss darüber, was der Kunde wahrscheinlich in 3 Jahren macht. Das heißt, das ist für uns ein System, das kostet uns viele Millionen, aber das gibt uns einen gewissen Zeitvorsprung zu erfahren, was da passiert. Wenn du dann noch eine Marktforschung dazu machst, dir den Markt sauber anguckst, die Kundenbewegung anschaust, dann siehst du das, glaube ich. Und so können wir zumindest, haben wir, glaube ich, zumindest die Handlungsnotwendigkeit erzeugt, obwohl wir mit einer Profit Margin von irgendwie 16-18% durch die Gegend laufen und sagen könnten, boah, guck mal, der Markt bestätigt doch unsere Strategie, alle Pure Play Onliner eröffnen Geschäfte, wir müssen ja nichts machen. Die Tatsache, dass wir aber 15 Millionen in diese Messtechnologie investiert haben und die Tatsache, dass wir das zur Verfügung stellen und iterieren, sollte, glaube ich, zeigen, dass wir nicht irgendwie sagen, wir machen so weiter wie bisher, weil dann wären wir nicht mehr kundenzentriert. Was sind die Dinge, auf die du dich am meisten freust in den nächsten 1 bis 2 Jahren? Sind es diese Massenfähigkeitsmachung dieser Messtechnik, also dass tatsächlich ein Kunde, wie ich dann anfangen kann, so eine Korrektionsbrille auch mal über eine App zu kaufen, vielleicht dann auch mal über Android, vielleicht in 3 Jahren, aber oder sind es andere Dinge, zum Beispiel, du hast gerade schon genannt, dass ihr auch euch sozusagen im Bereich Ventures ein bisschen umschaut, was ja oft für viele Manager auch ein spannendes neues Feld ist, wenn man dann so ein bisschen rauskommt aus dem Alltag, oder ist es die neue Erlebnisfiliale, wo auch immer. Also als Vorstandsvorsitzender ist ja meine Aufgabe im Wesentlichen die Kultur und die Organisationsentwicklung. Das heißt, mein Job ist, den Job so gut zu machen, dass die Leute ihren Job gut machen können. Worauf ich mich am meisten freue, sind die Sachen, die ich noch gar nicht sehe und die dazu führen werden, dass wir ganz, ganz viele neue aktive Kunden haben und die mit mehr als 90% binden, weil das ist am Ende das, was uns als Unternehmen ausmacht. Wenn ich das alles prognostizieren könnte, dann würde ich irgendwie top-down hierarchisch unser Unternehmen führen und ich glaube, dann könnten wir in der heutigen Zeit nicht mehr kundenzentriert sein. Aber passiert denn in diesem Umfeld, in dem du aktiv bist, auch so super viel Neues, wenn ich jetzt mal vergleiche, weil Tarek Müller hat heute angekündigt, dass er das Unternehmen ja an die Börse führen will, und wenn man sich jetzt mal die Schlagzahl an Dingen, die passieren, in so einem Business da irgendwie anguckt, also internationale Expansion, sozusagen die Technologie wird irgendwie outgesourced, komplett neue Investoren kommen rein, Aufbau von Eigenmarken, also es passiert irgendwie so in so einem Zeitraffer. Das Gefühl, das, was du machst, du optimierst natürlich extrem viel und musst natürlich und innovierst ja sehr langfristig. Ne? Du hast es ja gerade schon beschrieben in dem Bereich dieser Messtechnik, dass man da über Jahre hinaus innovieren muss. Aber gibt es so in deinem Alltag so ganz viele regelmäßig so Wow-Effekte, wo du sagst, so, das ist krass, das müssen wir jetzt irgendwie machen? Ja, aber das sind die Sachen, die wir vor 3 Jahren angestoßen haben. Das heißt, ganz viel von dem, was ich arbeite, geht ja dann in der Kaskade mit den Teams, die wir aufsetzen, die wir zur Zusammenarbeit bringen. Und das, was wir heute fixen, davon werden wir, oder was wir heute bauen, was wir heute entwickeln, was wir heute reparieren, davon werden wir in 2-3 Jahren profitieren. Ne? Und ich glaube, insofern ist es jetzt, ich kann dir sagen, ich freue mich jetzt, dass wir, vielleicht wenn du einen Abbinder brauchst, ich freue mich drauf, dass wir nach Tschechien gehen und dass wir jetzt in 2 Wochen unsere erste Niederlassung da eröffnen, weil in Tschechien die Kaufkraft zwar viel niedriger ist, aber die Kunden da deutlich mehr bezahlen als in Deutschland, und das finde ich nicht so gut, und ich glaube, da kann viel mehr Mehrwert liefern. Da kommen wir komplett mit unserem Omnichannel-Geschäftsmodell rein und da freue ich mich drauf, den Kunden jetzt auch in Tschechien entsprechend eine Lösung zu bieten. Nee, einen Abbinder brauchen wir nicht. Der Abbinder funktioniert aber andersrum sozusagen. Und das ist dann die letzte Frage, die auch an dich geht. Wenn du jetzt, das hören sich jetzt ja ein paar tausend Leute an, viele natürlich so mit dem digitalen Hintergrund in dieser Zielgruppe. Gibt es irgendwas, was du den Leuten sagen möchtest? Außer, dass sie natürlich, wenn sie noch nicht Vielmann-Kunde sind, Vielmann-Kunde werden solltest. Gibt es irgendwelche Jobs sozusagen, die ihr schwer besetzen könnt, auf die sie sich bewerben sollen? Andere Dinge, die du schon immer loswerden wolltest? Ich schmeiß mal meine 3 Kennzahlen in den Raum. Anzahl aktiver Kunden, Kundenbindung, also Gegenwert von Churn. Und der 3. Wert ist Kundenzufriedenheitsindex, also da im Wesentlichen Intention to Recommend und Intention to Repurchase. Und was mich interessieren würde, was die größten Schwachstellen davon Vielmann sind und wo wir besser werden müssen, um auf den 3 KPIs besser zu performen. Was idealerweise sollten sich jetzt gebildete, unzufriedene Vielmann-Kunden bei dir melden, die ausdrücken können, warum sie unzufrieden sind.
Ja, das wäre zum Beispiel, wie ich die Kundenbindung, das wäre die Kundenwiedergewinnung. Aber genauso interessant sind Kunden, die eine Brille brauchen und nie bei uns gekauft haben, die mir sagen, warum sie nicht zu uns kommen. Und genauso spannend sind natürlich auch bestehende Firmenkunden, die sagen, ich kaufe bei euch, aber ich sehe da und da eine Negativentwicklung. Und wenn ihr sicher sein wollt, dass ich bei euch bleibe, dann müsstet ihr mal hier und da was verändern. Okay, vielleicht noch eine Frage, die ich vergessen habe, die müssen wir nochmal hinterher schieben. Und zwar, wir haben zwar immer so rumlaviert um Amazon. Ich habe natürlich gesehen, dass bei Amazon auch den Kontaktlinsenfinder mittlerweile gibt. Hat Amazon, dadurch, dass die und zumindest in Deutschland natürlich sehr, sehr stark das Thema E-Commerce beherrschen, haben die sich in den Korrektionsbrillenmarkt mal probiert weltweit? Amazon probiert und experimentiert da. Das wäre noch meine Rückfrage. Ich finde relativ wenig Amazon in deinen Podcasts und ich finde Amazon eigentlich relativ spannend, weil Dinge, die bei uns in unserer Unternehmensphilosophie seit 30, 40 Jahren stehen, da sehe ich ein paar Parallelen mit der Kundenorientierung und auch mit den, wie heißt das, Amazon Flywheel. Das bezieht sich zwar ein bisschen mehr auf Artikel und Sortimentstiefe, das ist nicht vergleichbar, weil die bauen eine Plattform und wir bauen ja eigentlich ein Spezialgeschäft, was irgendwo zwischen Fashion, Retail und Healthcare sitzt. Das finde ich eigentlich schon ganz spannend in dem Vergleich. Und ich finde Amazon insofern relevant, wie ich vorhin gesagt habe, mich interessiert eigentlich weniger, was die Mitbewerber oder was der Markt macht. Mich interessiert eigentlich nur, was der Mitbewerber oder der Markt macht, wenn es die Kunden beeinflusst. Da meine ich jetzt nicht nur meine, sondern alle Brillenträger oder alle Kontaktlinsenträger, Sonnenbrillenträger. Und ich glaube, dass Amazon bei der Sonnenbrille sehr viel weniger, aber bei zum Beispiel Kontaktlinsen und Sonnenbrillen massiv die Erwartungshaltung zum Beispiel an Leadtime verändert hat, massiv die Erwartungshaltung insgesamt an Convenience verändert hat. Und das ist ein guter Treiber für uns als kundenzentriertes Unternehmen zu sagen, da müssen wir besser werden. Das finde ich sehr spannend und gut bei denen. Auf deine Frage nach den Aktivitäten von Amazon Korrektionsbrille, wenn Amazon das Thema nachhaltig fixen wollen würde, müssten sie an das Thema dieser Messtechnologie rangehen. Das ist ein sehr komplexes Engineering-Thema, aber Amazon hat ein paar gute Engineers. Also insofern würde ich mir schon Gedanken machen, was die machen. Und wer weiß, vielleicht brauchen die ja auch ein paar 3D-Assets von Fassung. Und da gibt es ja vielleicht irgendwie auch Unternehmen, die das ganz gut machen. Ah, vielleicht könntet ihr denen quasi eure Messtechnik lizenzieren, wenn es dann mal soweit ist. Marc, vielen Dank für deine Zeit. Es war Alex, extrem sehr gerne. Unterhaltsam, sehr aufschlussreich für mich. Ich habe gelernt, ich muss mir um viel mal keine Sorgen machen. Muss jetzt aber kennenlernen, was Bose dort produziert. Doch musst du, weil du bist noch nicht Kunde bei uns und da müssen wir gleich danach drüber sprechen. Machen wir gleich. Vielen Dank.